Wir sind zu Gast in der Münchner Residenz. Es geht um den Elite-Report und die Preisverleihung um die besten Vermögensverwalter des Jahres 2013. Mit dazu gehört die Vermögensverwaltung Huber Reuss und Kollegen aus München. Und bei mir sind die Geschäftsführer Friedrich Huber und Michael Reuss. Herr Reuss, vielleicht zunächst für Sie die Frage: Was bedeutet die Auszeichnung für Sie und Ihr Team? Die bedeutet uns schon viel. Also letztendlich ist es für uns eine Auszeichnung unserer kontinuierlichen Arbeit, unserer hohen Kundenorientierung und letztendlich einer dauerhaften Leistung. Wir kriegen ja heute, Gott sei Dank, die Auszeichnung nicht zum ersten Mal. Und deswegen ist für uns ein kleines bisschen Lob und Bestätigung unserer Arbeit. Was macht denn eine gute Vermögensverwaltung in diesem Jahrzehnt für Sie aus? Dieses Jahrzehnt, das ist eine schöne Frage. Dieses Jahrzehnt ist sehr anspruchsvoll. Letztendlich geht es um die Symbiose zwischen Kapitalerhalt und Renditeerzielung. Und das in einem Umfeld von manipulierten oder politisch gesteuerten Märkten und von historischen Niedrigzinsen. Das ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe, da das Vermögen unserer Mandanten zu bewahren und gleichzeitig Rendite zu erzielen. Fangen wir direkt weiter an, Herrn Huber. Die Frage ist natürlich auch, was sich die Kunden selbst wünschen. Sie führen ja viele, viele Gespräche mit Ihrem Team, beraten sehr individuell. Was wünschen sich die Kunden wiederum? Das ist eine sehr gute Frage, aber die Antwort ist nach wie vor immer noch die gleiche. In erster Linie wünschen sich die Kunden die Kaufkrafterhaltung ihres Geldes, den Kapitalerhalt. Wenn man auch dazu einschränken muss, dass mittlerweile analog der Indizes natürlich der Hunger nach Rendite wächst und mit zunehmender Kapitalmarktfestigung wird es auch weiter so bleiben. Das heißt, die Kunden werden wieder mehr Wert auf Rendite legen. Wie schaffen Sie es denn dauerhaft, solche Top-Ergebnisse abzuliefern, wie jetzt hier auch in diesem Jahr beim Elite-Report? Und es ist ja, Herr Reuss hat es angesprochen, ja nicht die erste Auszeichnung. Die Antwort ist einfach, man muss immer versuchen, eine richtige Balance zwischen Rendite und Risiko abwägen. Man muss natürlich, um heute bei einer negativen Realverzinsung eine kontinuierliche Rendite zu erwirtschaften, gewisse Risiken gehen, gewisse Risiken in Kauf nehmen, aber das muss immer in einer gewogenen, in einer ausgewogenen Form passieren, damit man am Ende auf jeden Fall aufs Kapital zu 100% zurückgreifen kann. So eine Auszeichnung ist sicherlich, Herr Reuss, auch immer Ansporn, auch Blick nach vorn 2014. Was bedeutet das für Sie persönlich? Also nicht nur für mich, sondern für uns, denke ich, ist die Herausforderung, es in 2014 wie in 2013 noch ein bisschen besser zu machen, die Messlatte vielleicht noch ein Stück höher zu legen und unsere Kunden vielleicht noch etwas mehr zufriedenzustellen. Herr Reuss, Herr Huber, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, wünsche Ihnen viel Erfolg mit Blick auf 2014 in den sicherlich nicht leichter werdenden Märkten und jetzt erstmal einen schönen Abend hier in der Münchner Residenz. Vielen Dank.